Ah, das wollen wir doch nicht vergessen hier, das. Manchmal will er nicht. So, jetzt aber. So, auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Daran hängen wir wirklich nicht lange dran. Da werden wir einen großen Teil von los, aber nicht alles. Hätte ich nicht so viele herstellen müssen. Aber weiß man ja alles nicht direkt. Man hätte, weil dafür hätte man dann analysieren müssen. Aha, da steckt das Wort anal drin. Aha! Ah, ich habe noch Musik von 2018 jetzt gerade laufen. Das heißt, wenn die jetzt nicht gerade so krachig sind wie die von heute. Von 2022 sage ich schon. Ja, so weit bin ich schon voraus. Cool. Nein. Wenn das nicht von 2020 ist, die Musik. Nicht wundern, seid mir nicht so böse. Weil von 2020 habe ich jetzt auch nicht allzu viel. Aber wie ist schon mal mehr als hier letztes Jahr? Vorletztes Jahr glaube ich auch, ja. Kommt auch hin. Ich habe auch gemerkt, weiß ich nicht, seit dem Let's Playen mache ich sowieso generell weniger Musik, ist schon verdächtig. Wenn es daran nicht liegt, weiß ich auch nicht. Wenn es das Let's Playen nicht, dann war ich halt in dem Punkt halt eher kreativer gewesen. Das vermisse ich jetzt doch so langsam, ja. So, ein Turm noch. Wenn ich das richtig sehe. Ich muss aber sagen, mir fällt da noch ein,
trotz dass wir so eine schwere Zeit haben. Lief an einem Tag fast alles wie geschmiert. Und zwar, mein Personalausweis ist halt erstmal ausgelaufen. Ist schon ein bisschen überfällig. Aber ich konnte an einem Tag alles in die Wege leiten. Also das allein, dass das schon alles kurzfristig geklappt hat, war schon begeistert von. Das ist immer das Allergeilste, so wenn alles rollt. Zitiere ich jetzt mal von Ronny Schäfer. Wenn alles rollt. Warum denke ich jetzt an einen gewissen dicken Bruder? Ich unterbreche mal kurz für eine Minute. So, bin wieder da. Ich konnte meine Frau nicht hier weinen sehen. Ich musste sie mal trösten. Na, Ehrenmann bin ich doch, oder? So, und weiter. So, warum habe ich jetzt eigentlich die Steine mitgenommen? Das mit der mit dem Ausdauerbalken fand ich sowieso ein bisschen buggy übrigens. Hatte ich das aktiv, also war es erstmal nicht am Regenerieren oder generell am Verbrauchen. Dann hatte ich es ausgestellt, dann war es am Verbrauchen. Wo das gar nicht so sein sollte. Ah, und hier wollte ich, glaube ich, schon die steinerne Stützbalken irgendwie machen für den Eingang der Burg. Warum auch immer. Ein kleines bisschen versuchen, da einen Aufweg zu machen. Im Übrigen, jetzt habe ich schon vergessen, in Rising World die Bau aufzustellen. Holen wir noch nach in nächster Folge. Ich muss aber bedenken, leider kann ich diesmal in Rising World euer sogenanntes Weihnachten nicht so feiern, wie ich es mir vorstelle. Da habe ich noch nicht die Sachen dafür parat. Ja, ich meine, man kann sich hier Bilder dazu laden, aber trotzdem. Ich nenne es halt Julfest, weil ich bin mit dem, weiß ich nicht, mit dem christlichen Weihnachten bin ich halt nicht mehr so konform. Das war halt als kleines Kind halt magisch. Aber wenn man erfährt, man hat das als Christenfest missbraucht, so übernommen, was eigentlich von einem Heidenfest abstand, sich das als Hochverrat an, das so zu machen, nee. Eigentlich mag ich auch keine beschmückte Tannen dann in dem Sinne mehr, weil ich mag Tannen so, wie sie sind. Und generell Fichten. Gut, die Heiden hatten es aber auch so gemacht. Hatten irgendwelche Opfergaben an den Baum gehangen. An einem, ne, an einem ausgewählten Baum eben. Und was weiß ich noch, also was sie da gemacht haben. Aber ich bin jetzt auch nicht so drin. So religiös bin ich gar nicht. Und
Oder sagen wir mal, so tief im Heidentum bin ich jetzt nicht so verankert. Wie so manch anderer. Für mich ist letzten Endes auch so ein Tag wie jeder andere auch. So, und warum tue ich jetzt Erde raus? Genau, ich wollte noch... So, auf manch... Genau, ich wollte manches Gestein nicht so belassen. Deswegen hole ich auch eine Sichel raus, um Gras abzuernten. Weiß ich nicht, hier abzureißen, sodass ich die Grashalme für die neue Erde verwenden kann. Genau. Passend dazu mache ich auch jetzt endlich mal hier den Weg zur Mine. Zu dieser Steinmine da. Bevor ich hier alles mit dem Rechen hier plattwalze, hole ich mir lieber die Grashalme noch mit der Sichel ab. Ein Grashalme. Ah ja. Da hat über noch. Einmal Grashalme. Ja, wobei, passt ja. Sind ja mehrere. In einem Pack. Ich hab nichts gesagt. Weiß ich nicht, hier wie die Wege hier zu erschaffen. Ich wüsste jetzt nicht anders, als mit einem Rechen eben drüber zu gehen. Einen anderen Weg wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt hier Wege aus Blöcke haben. Was heißt jetzt Erdblock oder sowas? Weil sowas macht man doch eher in Minecraft. Rising World passt mir das nicht so. Teich. Fehlt nur ein Frosch. Oh, das gibt gleich so Haue, ich merke es schon. Nein, nicht hauen. Nein. Da habe ich jetzt noch mal ein bisschen angepasst. Vielleicht kommt man da leichter hin, ohne dass man springen muss. Ohne dass man springen muss wie ein Frosch. Ach, und jetzt habe ich hier wieder... So. Also manchmal, stelle mich auch ziemlich dämlich hin. Oder ist das wirklich ein bisschen buggy? Mit dem Anvisieren der Grashalme. Manchmal kriege ich sie nicht beim ersten Mal abgebaut. Muss an dir liegen. Ja, danke. Hier. Schon wieder hat mein Charakter Hunger, ey. Das gibt's doch nicht. Und Durst. Ich neide echt hier momentan Leute, die im Schwarzwald ansässig sind. Die haben schon Schnee. Ich weiß nicht, wobei. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, auf jeden Fall. Bei Merlin konnte man das gut sehen. Bei Lady Luga konnte man das ruhig gut sehen.
Nee, wobei, ich weiß ja nicht, wo Lady Luga momentan ist. Schwarzwald? Nee, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, bei den beiden in der Umgebung, die haben Schnee. Wir hingegen im Westerwald. In dem Mittelland, sage ich jetzt mal, nicht. Frechheit. Doof. Mäh. Ich will Schnee endlich wieder haben. Das bisschen, was wir hier mal abkriegen, das liegt eh nicht mehr lange. Als sich hier mal ein Westerwälder bei mir auf dem Kanal verirrt. Hui Wella, alle moi. Ob. Rostbarer Klöße machen mich süchtig, ich merke es schon. Hier auch nochmal Gras nachpflanzen eben. Man sieht's. Yay, Chiptune muss auch mal sein, ein bisschen. Bisschen 8-Bit-Musik mit reinbringen. Und Goblin-Gejammer. Aber dunkler ist es hier nicht geworden, trotz dass ich jetzt Erde drauf geklatscht habe. Keine Ahnung, was ich da noch machen soll. Hier habe ich noch ein bisschen Erde dran geklatscht, mehr auch nicht. Scheiße, die drei Bären in einem Kessel. Hätte ich jetzt den friedlichen Modus nicht an. Oh je. Das wär's dann aber komplett gewesen, ne? Das war's dann endgültig. Wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, weitere Feinheiten, die werde ich dann offscreen eher noch bearbeiten hier so. Mir ist jetzt, ist halt wichtig, dass wir jetzt schon mal grob Terraforming betrieben haben, jetzt für die Burg. Und bald steht der Aufstieg hier an und dann die Burg selber. Eigentlich schon komisch, was ich da machen will, ne? In der neuen Tech-Demo schon Wasserfälle drin haben, dann Respekt. Naja, hier rüste ich mich jetzt komischerweise zu Abenteuern aus, weil ich hatte mir eigentlich gedacht, jetzt gehen wir mal noch mal ein bisschen auf Abenteuer so zur Abwechslung. Aber ich glaube, der Plan sieht anders aus. Sehen wir es in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, Leute, macht's gut.